Zur Börse. Für Aufmerksamkeit hat da heute der US-Autovermieter Hertz gesorgt mit seiner Bestellung von 100.000 Wagen beim Elektroautohersteller Tesla. Eine Rekordmenge. Die Aktie von Tesla legte auch gleich deutlich zu. Anja Kohl in der Frankfurter Börse, was steckt denn hinter dieser Großbestellung? Ja, es wird ja immer viel von Disruption geredet. Das heißt, dass eine alte bestehende Technologie durch eine neue abgelöst wird. Und Hertz macht jetzt vor, wie sowas geht, mit dieser größten Einzelbestellung von Pkw mit Elektromotoren, die es bislang gegeben hat. 100.000 Wagen an der Zahl. Das heißt, Hertz kauft mal schlichtweg ein Zehntel der derzeitigen Tesla-Produktion auf. Hertz hat auch gesagt, das kann nur Tesla liefern. Und zwar bis November nächsten Jahres. Das heißt, die Schwierigkeiten, die Mitbewerber von Tesla haben, die scheinen bei diesem Deal sehr wohl eine Rolle gespielt zu haben. Warum macht Hertz das Ganze? Es ist ein Konzern, der erst vor kurzem diese Autovermietung aus der Insolvenz gerettet worden mit Finanzinvestoren. Man rüstet die Flotte um auf Elektroautos, einfach weil sie im Betrieb kostengünstiger sind. In der Anschaffung jetzt erstmal teuer, aber im Betrieb dann kostengünstiger. Man wird Klimaziele leichter erfüllen können. Das schützt vor Strafen. Und man gewährt den Hertz-Kunden Zugang zu elektrofreundlichen, umweltfreundlichen Modellen und auch zur Ladeinfrastruktur von Tesla. Also viele Vorteile für sowohl die beiden Firmen, deren Aktien heute beide wirklich kräftig zulegten, als auch für die Kunden dann dieser Autovermietung. Und es ist ein Weckruf für die gesamte Branche, die jetzt wirklich in Zugzwang kommt und sich überlegen muss, ob man nicht Ähnliches auch tut, um wirklich die Flotten umzurüsten und auf E-Mobilität zu setzen. Ja, wie wurde denn dieses Signal von Hertz in der Branche aufgenommen? Ja, sehr interessant, denn wirklich Autoaktien weltweit gewannen, legten zu, weil man eben sagt, da ist jetzt Druck dahinter, dass auch andere schneller zu Potte kommen und umrüsten und etwas tun und in die Elektromobilität investieren. Der DAX leicht im Plus, hat es auch ein bisschen genutzt, ein Plus von rund 0,4% bei knapp 15.600 Punkten. Der DAX heute ein ganz guter Tag am Aktienmarkt. Danke, Anja Kohl in Frankfurt. Gerne. Die Papierbranche ist eigentlich ein gut eingespielter Kreislauf, in dem allerdings Altpapier eine wichtige Rolle spielt. Gelesene Zeitungen, Prospekte und Zeitschriften werden recycelt und zum Rohstoff für neue Papierprodukte. Doch aktuell funktioniert dieser Kreislauf nicht, denn Altpapier ist zur Mangelware geworden, auch weil im vergangenen Jahr Corona-bedingt weniger Werbeprospekte gedruckt wurden. Dazu kommt der boomende Onlinehandel mit einem großen Bedarf an Pappe für Pakete. Verlage und Druckereien schlagen Alarm. Papiervorrat für die kommenden 4 Wochen. Danach könnte es eng werden für Eversdruck in Schleswig-Holstein. Wir haben mittlerweile Lieferzeiten, die Stand heute Mitte Januar liegen. Das heißt, kurzfristig angefragte bzw. vielleicht sogar schon vertriebsseitig erteilte Aufträge können innerhalb dieser Zeit bis Mitte Januar eigentlich gar nicht mehr realisiert werden. Der Grund, die Druckerei ist auf Altpapier angewiesen. Denn für die Drucke, Kataloge oder Zeitschriften wird grafisches Papier benötigt. Bis zu 80% wird das aus alten Flyern, Zeitungen oder Plakaten hergestellt. Und daran mangelt es. In der Corona-Zeit wurden etwa 25% weniger produziert. Das hängt schon ursächlich damit zusammen, dass in der Pandemie die Produktion stark zurückgegangen ist. Wenn Geschäfte geschlossen sind, wenn keine Reisen stattfinden, dann fehlt natürlich hier der Bedarf für die Werbung. Ein weiteres Problem, der Onlinehandel boomt. Die Nachfrage nach Verpackungen ist groß. Doch Pappen oder Kartons können nicht für die Herstellung von grafischem Papier verwendet werden. So hat sich der Preis für Altpapier seit Jahresbeginn fast verdoppelt. Inwieweit Altpapierpreise zurückgehen können, ist im Moment schwierig zu prognostizieren. Was bleiben wird, allein durch die CO2-Bepreisung, dass wir mit steigenden Energiekosten zu tun haben. Bei Eversdruck in Schleswig-Holstein versuchen sie nun europaweit an Papier zu gelangen. Früher waren die Preise verhandelbar. Momentan kann die Druckerei nur akzeptieren oder verzichten.